Ja, liebe Leute, ich sitze hier im Wohnzimmer von Anne Beckmann. Das ist die, die Gründerin der Corona-Hilfe in Bocholt, kennt sich bestens aus in diesem Bereich und war gestern eben auch in der Zeitung mit einer Aufmachergeschichte, dass es in Bocholt noch so viele freie Termine gibt, weil ältere Menschen sich an der kommunalen Impfstelle in der Stadtsparkasse gar nicht anmelden können, weil sie eben kein Smartphone haben oder mit der Chains-App nicht zurechtkommen und andere Leute für sie nicht oder nur unter sehr schweren Umständen buchen können. Das ist jetzt anders. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch jetzt mal, wie das insgesamt geht. Und das gilt im Übrigen seit heute auch für Kinder. Auch Kinder können sich jetzt buchen, können sich jetzt impfen lassen und die Eltern können für sie über die Chains-App buchen. Es ist aber eben ein kleiner Trick dabei, den die meisten nicht kennen. Und Anne erklärt ihn jetzt mal. Ja, Anne, dann schieß mal los. Wie funktioniert das denn oder wie seid ihr überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ja, danke, Berthold. Wir haben einfach festgestellt, dass die Termine frei bleiben, obwohl wir gleichzeitig festgestellt haben, dass wir Feedback über die Hotline bekommen haben, dass ältere Menschen das Gefühl haben, es gäbe keine Termine. Das ist ein krasses Missverhältnis, denn wir haben Stand gestern Abend oder heute Morgen 6.000 freie Termine in Bocholt gehabt. Und wir haben festgestellt, dass es daran liegt, dass die ältere Generation nicht so digital kompetent ist, um das selber machen zu können und dass die jüngere Generation noch nicht so genau weiß, wie man für die ältere Generation einen Termin buchen kann, um dieses Problem zu lösen. So, und um das quasi mal einmal zu zeigen, sitzen wir heute hier und ich bin ganz froh, dass mir Berthold die Gelegenheit dazu gibt, das einmal zu zeigen. Immer gerne, immer gerne. Okay, cool. Übrigens für die User, wir blenden im Grunde genommen den Verlauf nachher auf der rechten Seite ein. Wir stellen sozusagen das Anmeldeverfahren nach, aber Anne zeigt jetzt eben und erklärt auch, worum es da geht. Ja, okay. Ich sage jetzt einfach mal, ich heiße heute mal für euch Luisa Schneider. Das liegt daran, dass ich jetzt diese Demonstration nicht auf meinem eigenen Chains-Account machen möchte. Hier seht ihr quasi die normale Anmeldeseite. Das ist meine typische Chains-ID, die ihr habt, wenn ihr euch die Chains-App runtergeladen habt. Ja, die Chains-App findet ihr, wenn ihr sie noch nicht selber runtergeladen habt, findet ihr bei iPhone im App Store, bei Samsung im Play Store und Huawei im Huawei Store. Also die haben vom Prinzip her, es ist eigentlich überall einfach runterladbar, sehr selbsterklärend, wie man das installiert. So. Dann legt man sich zunächst eine eigene ID an und ich bin jetzt quasi einmal Luisa Schneider. Und Luisa Schneider hat möglicherweise eine alte Großmutter, ich sag mal, die sich damit nicht so gut auskennt, die vielleicht nicht mal ein Handy hat. Ja, so. Was ich machen kann, quasi unter meinem eigenen Profil, kann man das vielleicht auch einigermaßen sehen. Wir stellen das nach. Das stellt das nachher ein. Genau. Gibt es die Unterfunktion verwaltete Chains-IDs? So, da klickt man mal einmal drauf und dann sieht man sofort, ich sag mal, geht dann ein Untermenü auf und da kann ich eine weitere Person anlegen. Ich habe hier einmal die Paula Schneider angelegt. Ja, die Paula Schneider sei aber mein das müssen Kind. Wir vielleicht nochmal erklären, wie man sowas anlegt. Vielleicht kannst du da nochmal jemand anders anlegen. Ja, also, okay, kann man machen. Also hinzufügen, wir geben jetzt nochmal eine ältere Person. Na, Paula war jetzt ein Kind, jetzt geben wir nochmal eine ältere Person ein. Ich sage, das ist jetzt meine Adelheid Schneider. Heid Schneider, das ist meine Großmutter oder meine Mutter. So, das heißt, da gibt man erst die Personalien ein, genau. Wo wohnt die, was genau. Ist das? Genau, ja? Das Geburtsdatum ist ganz wichtig, dass das Geburtsdatum richtig eingegeben wird, weil das Geburtsdatum wählt aus, welcher Impfstoff am besten geeignet ist. So, die Adelheid Schneider sei mal eine ältere Dame, ich sag mal, die sich auch nicht so gut auskennt, sagen wir mal, die sei 1940 geboren und zwar am 22. Februar. So, sie ist weiblich und sie wohnt an derselben Adresse wie ich im Rosenweg 3. Das muss aber nicht so sein. Sie können diese Daten auch überschreiben, falls die Person woanders wohnt. Sie muss also nicht aus dem gleichen Haus kommen. Ja? Die Ausweisnummer ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Pflichtfeld, deswegen überspringe ich die erstmal. Das müssen wir aber nochmal erklären. Da steht also, man muss sich verifizieren mit einer Personalausweisnummer. Das ist nicht zwingend notwendig. Das kann man also im Grunde genommen nachher vor Ort auch noch nachholen. Genau, also das vor Ort am Impfzentrum wird auf jeden Fall der Personalausweis geprüft mit allen Daten. Das ist also auch wichtig, dass man den dabei hat. Und auch die Impfunterlagen, also dass die Angaben, die man da gemacht hat, alle korrekt sind. Gut. Ja? So, jetzt hat man im Grunde genommen die Großmutter bzw. die Mutter auch angelegt als Person. Genau. So, dann wechsle ich jetzt auf die Seite, wo ich mir normalerweise meinen Impftermin buche. Das ist die Seite corona.chains.de. Da gehe ich jetzt mal einmal rein.
Ja, und man sieht oben rechts, als wäre ich gerade angemeldet. Ich bin weiterhin erstmal als Luisa Schneider angemeldet, aber ich möchte ja jetzt einen Termin nicht für mich buchen, weil meine Impfung ist ja möglicherweise schon erfolgt. Ich würde ja gar keinen Impftermin angezeigt bekommen. Oder mein Impftermin ist noch gar nicht fällig oder es gibt andere Konstellationen, warum ich den Impftermin gar nicht sehen würde. Aber wenn ich jetzt da oben drauf klicke auf die Luisa, zeigt er mir an, wer noch zu meinen verwalteten Chains-IDs gehört. Da gehört jetzt auch die Adelheid Schneider dazu, meine Großmutter. Ja, und mit der kann ich mich jetzt einloggen und idealerweise nehme ich mir jetzt die alte Frau zur Seite, ja, ich sag mal, und gehe mit ihr gemeinsam diesen Prozess durch. Ja, ich frage sie also die ganzen Fragen, ich sag mal, die man braucht, um sich qualifiziert impfen zu lassen. Ne, das sind die persönlichen Angaben, die weiß ich in der Regel. Aber dann natürlich als nächstes den Gesundheitszustand. Nein, sie hat kein Fieber. Sie hatte auch noch keine Covid-Infektion. Sie hatte schon eine Impfung gegen Covid-19. An der Gelegenheit hätte ich die Möglichkeit, jetzt das Impfzertifikat der alten Frau einzuscannen. Also das ganz normale, was man von der Apotheke bekommen hat, würde da eingescannt werden. Habe ich jetzt gerade nicht, also überspringe ich den Prozess. Was ist, wenn die kein Impfzertifikat haben, sondern nur sozusagen das gelbe Impfbuch? Dann kann man diesen Prozess an der Stelle überspringen und nimmt das gelbe Impfbuch dann auch mit zum Impfen. Das funktioniert ganz genauso. Ja, Vorerkrankungen haben die meisten alten Leute immer. Die sollte man auch ruhig dann mal eben reingeben. Ob die dann relevant sind oder nicht, kann ja der Arzt dann entscheiden. Ja, ich sag mal, ja, die hat welche, was auch immer das für welche sind. Blutgerinnungsstörung hat sie nicht, sage ich mal, Allergien hat sie nicht. Wobei jetzt Impfreaktionen, wenn nach Impfreaktionen gefragt wird, sind nicht die normalen Sachen. Ich bin ein bisschen müde und habe ein bisschen Temperatur bekommen. Sondern da geht es wirklich, ich sag mal, um die außergewöhnlichen Impfreaktionen nach dem Motto, ich habe, keine Ahnung, ich war einer Ohnmacht nahe oder solchen Geschichten. Das ist relevant für eine weitere Impfung. Das andere, die normalen Impfreaktionen, die man hat, wenn man geimpft wird, zeigen ja eigentlich nur an, dass der Körper positiv auf die Impfung reagiert. Dass er also genau das macht, was er machen soll, nämlich sich auf ein Virus vorbereiten. Und das ist halt einfach ein bisschen anstrengend. Also das ist dann nicht gefragt. Impfreaktionen sind die außergewöhnlichen Impfreaktionen gefragt. Die hat meine Adelheid nicht gehabt und schwanger ist sie in dem Alter auch nicht mehr. Andere Impfungen hat sie auch nicht gehabt. Selbst wenn sie die Grippeimpfung gehabt hätte, wäre das in der Regel kein Problem gewesen. Die Krankenversicherung sei gesetzlich und jetzt gehe ich mit der alten Frau durch und sage ihr, in was sie alles einwilligt, dass sie in die Impfung einwilligt. Ich schaue mit ihr zusammen die Aufklärungsmerkblätter an, die ich mir jetzt hier unter dem Link angucken könnte. Ich schaue mir mit ihr zusammen das digitale Arztgespräch an, was auch unter diesem Link jetzt erscheinen würde, was ich jetzt der Schnelligkeit halber einfach mal auslasse. Frag sie, ob sie weitere Fragen hat, bestätige das entsprechend und versichere mit ihr zusammen, dass die Angaben richtig sind. So, dann wird mir ein Unterschriftenfeld eingezeigt und aus diesem Unterschriftenfeld lasse ich dann mit dem Finger die alte Frau selber unterscheiden, damit sie quasi, sie ist ja mündig, diese Unterschrift leisten kann. Ne? Und ich habe sie gerade Adelheid genommen, deswegen unterschreibe ich jetzt mal Adelheid an der Stelle. Tu mal so, als ob sie das gemacht hätte. Das muss man aber auch nicht unbedingt, weil das kann auch noch vor Ort, glaube ich, nachgeholt werden. Man kann sich den Schein auch ausdrucken lassen oder ausdrucken und dort nochmal unterschreiben. Also man muss konkret an der Stelle nicht die Unterschrift, man muss etwas schreiben. Man kann aber auch einen Strich machen oder, ich sag mal, drei Kreuzen machen, um sich dann auf das Formular vor Ort zu beziehen. Aber man kommt sonst an der Stelle nicht weiter, wenn man nicht irgendwas hinterlegt hat. Also zum Zweifel drei Kreuze, einmal das ganze Formular ausdrucken und dann dort unterschreiben. Genau. So, und mitnehmen, das ist auch wichtig. Ja, mitnehmen auch, genau. Ja. Wichtig ist dann kommt man automatisch in den Terminvereinbarungsmodus rein. Und das Erste ist, man sieht hier aber tausende von Terminen, man grenzt das quasi über den Radius mal einmal ein, auf beispielsweise 10 Kilometer um Bocholt, das ist so der normale Einzugsbereich hier von Bocholt. Wir sehen auch hier innerhalb von 10 Kilometern haben wir mehrere tausend freie Termine und jetzt kann ich mir quasi für diese Frau einen von diesen Terminen aussuchen. Ich tippe dann einfach mal auf den am Samstag beispielsweise, suche mir eine bestimmte Uhrzeit aus, habe dann die Wahl zwischen verschiedenen Impfstellen, die da quasi Sachen anbieten, wähle eine von diesen Impfstellen aus, kriege auch angezeigt, welchen Impfstoff ich haben möchte. Für die älteren Leute wird in der Regel Moderna angeboten. Das hat sich für die über 30-Jährigen als den wirksamsten Impfstoff herausgestellt. Für die unter 30-Jährigen, ich sag mal, hat sich BioNTech als der am besten geeignete Wirkstoff momentan nach aktueller Studienlage herausgestellt. Insofern sollte man, ich sag mal, diesen Richtlinien auch entsprechend folgen. Ne? Passt jetzt ganz gut, mir ist Moderna vorgeschlagen worden und ich buche den Termin, okay.
So, ich kriege sofort eine Benachrichtigung auf mein Handy, da wird also gesagt, ich habe den Termin bekommen und es wird hier angezeigt ein PDF mit dem Aufklärungsmerkblatt und dem Gesundheitscheck. Dieses PDF muss ausgedruckt werden und mit der Hand unterschrieben werden an zwei Stellen. Wenn die Person nicht selber an der Aufklärung unterschrieben hat, dann die Aufklärung auch nochmal unterschreiben. Ansonsten reicht es, wenn die Einwilligungserklärung handschriftlich unterschrieben worden ist. Die Anamnese muss nicht unterschrieben werden. Die würde im Zweifel umgekehrt im Gewünsch der Arzt unterschreiben. Das braucht die Person nicht machen. Ansonsten nicht vergessen, auch die Krankenversichertenkarte ist in manchen Stellen gebraucht, in den klassischen Impfzentren in der Regel nicht. Wenn die Impfung über Chains bei dem Hausarzt durchgeführt wird, wird auch die Krankenkassenkarte okay. an der Stelle gebraucht. Auf jeden Fall der gelbe Impfpass möchten Sie eigentlich alle gerne sehen, wobei, ja. falls es keinen geben soll, es muss nicht der gelbe sein, der weiße alte Lappen tut auch. Wenn man gar keinen hat, kriegt man vor Ort in den Impfzentren auf jeden Fall einen neuen Impfpass. Das ist mir passiert. Ich hab den natürlich nicht dabei gehabt am Freitag, als ich geboostert wurde. Aber da hat man mir sofort einen neuen ausgestellt. Jetzt habe ich zwei, aber ich meine, wir machen das ja sowieso alles digital. Ja. So, jetzt ist man drin im Grunde genommen und kann losschieben. Das heißt, wenn die alten Leute, die können auch allein dahin gehen. Das heißt, die brauchen ja im Prinzip nichts mehr, bis auf eine Sache. Denn normalerweise ist es so, wenn man ins Impfzentrum kommt, dann muss man was scannen und kriegt dann im Grunde genommen dann Einlass. Das haben ja die meisten alten Leute auch nicht. Die haben jetzt kein Handy und keinen Scanner dabei. Das heißt, man muss noch irgendwas ausdrucken, was man denen mitgibt. Das nennt ihr immer, glaube ich, das papierende iPhone, oder? Ja, oder das papierende Smartphone. Das ist vom Prinzip her, ich sage mal, nur wirklich eine Möglichkeit, wenn derjenige gar nicht begleitet werden kann. Viel besser ist es, wenn Sie mit dem Handy selber mitgehen und oder der alten Person ihr Handy mal eben ausleihen und sie damit hingehen lassen. Ja, ich sage mal, vor Ort ist immer jemand, der auch beim Scannen hilft. Also wenn Sie einfach nur sagen, ich habe selber keine Zeit mitzugehen, ich gebe einfach meiner Omi mal das Handy mit. Ich sage mal, da ist jemand vor Ort beim Scannen, der auch genau zeigt, da musst du hier klicken und da klicken und so scannt man da. Also okay. Diese Hilfe hat man immer vor Ort. Das papierende Handy ist vom Prinzip her ein anderes Verfahren, was für die Leute da ist, die keine Angehörigen haben. Ja? Und wir sprechen jetzt gerade zu allen Leuten, die Angehörige haben. Insofern würde ich an der Stelle immer, ich sag mal, den Leuten empfehlen, ihr Handy zu nehmen. Man könnte natürlich auch ein anderes Verfahren dann wiederum einsetzen, aber ich würde sagen, das ist wieder ein anderes Verfahren, das würden wir vielleicht in einem anderen Film covern. Okay, wenn super. Das okay ist. Wichtig an der Stelle wäre nochmal, viele Leute scheitern daran, dass sie, gerade auch die jungen Leute erstaunlicherweise scheitern daran, dass die so digital sind, dass sie nicht mehr ausdrucken können. Also meine Söhne haben beide keine Drucker mehr. Ja? So, für diesen Fall hat sich die Freiwilligenagentur der Stadt Bocholt freundlicherweise bereit erklärt, die Sachen auszudrucken. In dem Fall kann man die Dinge einfach, die Dokumente, die man aus der Chains-App normalerweise ausdrucken müsste, per E-Mail an die E-Mail-Adresse fwaboh@gmail.com schicken. Dort kann man dann zu den Öffnungszeiten der Freiwilligenagentur vor Ort erscheinen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags vormittags 9.30 Uhr bis 12 Uhr und an zwei Tagen auch nachmittags, donnerstags und freitags von 14 bis 16 Uhr. Da kann man dann mit seinem Personalausweis hingehen und kann sozusagen sich die ausgedruckten Unterlagen dort wieder abholen. Bitte mit Personalausweis sind persönliche Daten drauf, die werden sonst nicht rausgekriegt. Also auch dafür gibt es eine Lösung. Ich sage das extra dazu, weil das kommt relativ häufig vor, dass auch die jungen Leute tatsächlich keinen Drucker mehr haben. Ja. Und wenn die dann für die alten Leute irgendwas ausdrucken sollen, stehen die tatsächlich auf dem Schlauch. Da stellt sich die Frage, warum überhaupt das ganze Bohai, warum kann man denn hier einfach anrufen und was buchen? Die Chains-App richtet sich an ein bestimmtes Klientel. Das Klientel ist das digital unterwegs ist. Ja. Jetzt kann man natürlich fragen, warum nimmt man Chains überhaupt und warum nimmt man nicht ein anderes System? Ja? Also es gibt andere Systeme, die auch eingesetzt werden, die auch in Bocholt eingesetzt werden mit großem Erfolg. Das Dr. Lip-System ist zum Beispiel eins von denen. Ich sage gleich mal dazu, ich habe mit denen nichts zu tun. Ich bin schon oft gefragt worden, ob ich daran verdiene, wenn ich die empfehle. Das ist nicht der Fall. Da wäre es so, dass man online einen Termin buchen kann, aber offline sozusagen hingehen kann. Also offline nicht an ein Handy gebunden ist, wie in diesem Fall. Die Frage ist natürlich, dieses Impfzentrum jetzt in Bocholt ist in einer sehr hohen Geschwindigkeit entstanden. Da gab es Vorbilder, die auf Basis von Chains funktioniert haben. Und Zeit hat da einfach eine große Rolle gespielt.
Ich kann mir gut vorstellen, ohne dass ich jetzt irgendwas Genaues weiß, ich sag mal, dass man sich diese Gedanken nochmal neu machen wird, wenn man wirklich sagt, okay, ich richte jetzt so ein Impfzentrum auf das nächste Jahr ein. Mhm. Ja, denn wenn ich weiter gucke, wir haben Omikron, die Leute sagen ja, ab April, Mai gibt es vielleicht die nächsten Impfstoffe. Das heißt, das Thema wird uns weiter begleiten. Und dann wird man wahrscheinlich im zweiten Anlauf dann, ich sag mal, sich die Gedanken neu machen und gucken, wie man das anders hinkriegt. Die Abläufe im Impfzentrum ändern sich dadurch überhaupt nicht. Ja, also vom Prinzip her ist es nur das Buchungssystem obendrauf und ich sag mal, der Wechsel von Chains zu Dr. Lipp oder irgendeinem anderen System ist problemlos möglich. Ja, also da kein Ding. Ich halte das trotzdem für eine gute Entscheidung, einen Prozess erstmal gewählt zu haben, um Geschwindigkeit zu kriegen und baue drauf, dass die Stadt dann möglicherweise, ich sag mal, langfristig sich das auch nochmal anders einrichten. Oder Chains bohrt die Funktionalitäten auch, das kann auch sein. Apropos, Chains bohrt auf, ab heute, so haben wir gerade eben auch beim Test gesehen, ist es dann auch möglich für Menschen, die erst vor 4 Wochen geimpft worden sind, sich boostern zu lassen. Ist das richtig? Ich habe gerade eben, kurz bevor ich diese Demo gemacht habe, habe ich eine Meldung auf dem auf dem Handy gesehen, dass das im Laufe des Tages umgesetzt werden wird. Also ich gehe davon aus, dass das ist. Bisher hat Tobit seine Versprechen immer gehalten. Ja, dann können also auch die bislang immer vergeblich nach Termin suchen, weil sie halt noch nicht aus der 5 Monate oder beziehungsweise 6 Monate Phase raus sind, können jetzt noch mal versuchen oder spätestens ab morgen noch mal versuchen, Termine zu bekommen. Denn auch das ist möglich, weil die Frist jetzt auf 4 Wochen verkürzt wurde. Ja, guck mal, jetzt sind doch noch mal 16 Minuten draus geworden. Anne, herzlichen Dank. Aber ich glaube, du hast das super erklärt und so kommen einige damit zurecht. Vielen Dank. Ja, gerne.